Mein Name ist Peter Wald. Ich bin Professor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Zeichne für das Lehrgebiet Personalmanagement verantwortlich, blogge von Zeit zu Zeit und bin auch von Zeit zu Zeit mit Twitter aktiv. Warum das? Weil ich mich sehr mit Fragen der Digitalisierung von Führung und Personalmanagement beschäftige und es mir einfach Spaß macht, mit der HR-Community in Kontakt zu sein. Recruiting ist nur eins von den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und bei der Rekrutierung, denke ich, ist ein ganz wichtiger Trend die weitere Digitalisierung und Technisierung. Das heißt auf der einen Seite der Umgang mit Daten, Big Data als großes Stichwort oder Recruiting, Analytics und auf der anderen Seite der Einsatz unterstützender Systeme, was von Zeit zu Zeit als Robot Recruiting bezeichnet wird, wobei mir aber die Augmentierung des Recruitings, das heißt also der Einsatz dieser Systeme als Assistenzsysteme, als Begriff etwas besser gefällt. Hinzu kommt auch Recruiting bei nicht akademischen Berufen, denn ich denke, was Techies, IT-Spezialisten und Wirtschaftswissenschaftler angeht, da gibt es eine Reihe interessanter Anwendungen und Anwender, aber ich denke, es gibt zunehmend auch Engpässe bei nicht akademischen Fachkräften, das heißt, das können Elektriker sein, Kältemaschinenbauer und so weiter. Und auch hier bedarf es aus meiner Sicht nachhaltiger Innovation, um an diese Zielgruppen heranzukommen. Ich habe hier heute einen Vortrag gehalten und habe über die Ergebnisse der Studie Recruiter Experience 2018 berichtet. Ich will nette Menschen, mit denen ich in Kontakt war, auch hier treffen und erfahren, was es Neues gibt. Und ich will etwas meine bevorstehende Studie, die sich Starting in IT nennt, promoten. Hier haben wir knapp 300 IT-Studierende, höherer Semester und junge IT-Professionals befragt, wie es um ihre Erwartungen und Erfahrungen um den Berufseinstieg angeht. Das heißt, was macht Arbeitgeber attraktiv? Wie sollte der Einstieg in den Unternehmen aussehen? Welche Rolle spielt Gehalt? Welche Rolle spielt Work-Life-Balance? Und wie sieht es mit Fragen von Homeoffice, Arbeitszeit und Familienfreundlichkeit aus?